Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht es um das Schmuckstück hier, und zwar die HK416A5 als Sportsline Edition von Umarex. Genau, die ist quasi, das heißt neu rausgekommen, mittlerweile auch schon ein bisschen auf dem Markt. Aber als Pendant quasi zur teureren Variante davon, die aus Vollmetall ist, die liegt ja bei 499 Euro. Das gute Stück liegt gerade mal bei 249 Euro. Also richtig an den Preiseinstiegsbereich, aber trotzdem ist es schon wirklich auch gut von den Internals her. Ist jetzt nicht, sage ich mal, so ein ja, G36, was man da halt auch mal von Umarex bekommt, was vielleicht nicht ganz so gut ist. Also da sind wir hier auf jeden Fall in einer anderen Liga. Ja, also erstmal, die gibt es einmal in der Farbe, das nennt sich grün-braun. Und die gibt es natürlich auch noch klassisch in schwarz. Je nachdem, was für euch dann lieber ist, ja, haben wir auch beides für euch auf Lager. Natürlich auch im Online-Shop, Link wie immer in der Beschreibung. Was schon mal ganz cool ist, ich habe 14 mm Gewinde dabei, also ich kann direkt einen Tracer oder einen Schalldämpfer anschrauben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelöst, brauche keine Adapterplatten. Ja, habe jetzt hier die Flip-Up-Sides dabei, wie es quasi bei der 416 ansonsten auch wäre. Habe auch die Markings drauf, kann es dir mal zeigen, quasi hier HK-Logo, ist auch alles eingelasert. Das ist auf jeden Fall ganz cool, auch auf dem Magazin habe ich ebenfalls die Markings alles schon direkt drauf. Ja, auch hier hinten im Stock nochmal HK-Logo dran. Also da haben sie schon Wert drauf gelegt, sag ich mal, dass man hier auch ja, überall die Markings mit drauf hat. Auch nochmal auf der anderen Seite hier lizenziert quasi Heckler & Koch, wie es auch bei der teuren Variante der Fall ist. Ebenfalls schönes kleines Detail. Wenn ich jetzt hier, habe ich sogar das HK-Logo nochmal hier auf den Dustcover drauf, auch ganz cool. Genau, ebenfalls funktionierend, ja, dass der Bolt quasi hinten bleibt, erst wenn ich wieder hier auf der anderen Seite den Release drücke, zack, schnell dann nach vorne. Mach ich halt immer schön zum Hop-Up einstellen. Wenn ich jetzt hier am Rädchen drehe, zack, 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 dann brauche ich halt nicht die ganze Zeit hinten zu halten, sondern das macht dann eine Feder für mich. Ebenfalls hier bedienbar, wie immer bei Heckler & Koch, beidseitig quasi für rechts und links schützen. Genau, ansonsten, was habe ich alles dabei? Also wie gesagt, ich habe jetzt die 416A5 im Polymer-Body. Also quasi, das ist kein Metall-Body, wie es bei der anderen Variante ist. Dafür halt, wie gesagt, um die Hälfte günstiger. Ist jetzt aber auch nicht schlecht verarbeitet. Also ich kann hier auch mal drehen, auch mit ein bisschen Kraft, ohne dass sich jetzt hier irgendwas ja, klappert oder verbiegen lässt, verwinden lässt. Also da haben sie schon hochwertigen Kunststoff genommen. Aber es ist halt Kunststoff, da muss ich halt leben. Wenn ich das kann, kriege ich auf jeden Fall für den Preis eine sehr gute Airsoft. Ich habe schon eine ETU dabei, also eine elektronische Abzugseinheit. Ich habe ein MOSFET dabei. Habe ein relativ gutes Hop-Up schon mit drin. Also da muss man wirklich sagen, Gears quasi auch aus Metall. Ja, habe ich eigentlich wirklich eine gute Airsoft zum relativ günstigen Preis, muss man da auch zu sagen. Im Lieferumfang dabei ist ein Midcap-Magazin, wie gesagt, mit originalen Markings drauf, auch ganz cool. Bei der anderen Variante ist ja ein Highcap, was eh keiner spielt. Hier habe ich wenigstens gleich ein Midcap dabei. Ja, Mag-Catch wie immer auch beidseitig bedienbar. Also auch wenn ich Linksschütze bin, kann ich hier alles bedienen. Genauso wie als Rechtsschütze komme ich halt auch überall dann ran. Hinten auch wieder einstellbar, ist klar. Genau, ist auch die typische Schulterschütze von der 416A5, wo ich quasi hinten dann das hintere Stück nach unten ziehe und dann hier mein Akku drinne ja, verbergen kann. Sinnvollerweise ist jetzt hier so ein One-Stick am besten, den ich hier in die Stocktube reinschiebe. Alles andere wird dann schwierig werden. So ein Double-Stick geht auch noch, wenn die relativ dünn sind, die Sticks vom Akku. Aber ich habe halt nur die Stocktube, sage ich mal, zum Verstecken des Akkus dabei. Dann wieder einfach hier drauf schieben, das ist halt ganz cool. Und dann rastet das auch ein, oder habe ich es gerade falsch rum? Nee. Doch, so rum, ja. Genau, dann rastet das auch ein und dann habe ich hier unten halt wieder diesen Schieberegler. Wenn ich den nach unten schiebe, dann kann ich es wieder lösen und die Platte abnehmen. Ja, kann aber Schulterschütze ganz abnehmen, einfach hier dann reindrücken. Quasi, dann kann ich sie auch komplett nach hinten abziehen. Geht immer bei der sehr straff. Gut, jetzt hat sie keinen Stock mehr. Aber auf jeden Fall könnte ich hier auch andere Stocks drauf machen, wenn mir der halt nicht so gut gefällt. Genau, dann würde ich sagen, wir gucken uns das Ganze nochmal auf den Chroni an, weil die ist angegeben mit 1,3 Joule. Wir haben jetzt aber schon viele gehabt, die wir gekront haben und die nur 1,2 hatten, also direkt in der Area spielbar sind. Wir gucken gleich mal vorbei, was die hat. Ansonsten ist es auch nicht ganz so wild, weil wir haben hier ein Feder-Schnellwechselsystem. Das heißt, ich kann uns auch die Feder einfach gegen eine andere austauschen, wäre auch kein Problem. Aber wir gucken mal, eventuell können wir die auch von Haus aus direkt so in der Area spielen, wie sie ist. Gut, aber aufs Spielfeld. Gut, auf dem Spielfeld angekommen. Werden wir es jetzt erstmal kronen. Gucken, was wir haben. Wir haben jetzt hier 0,28er geladen. Und gucken mal, was der Chroni so ausspuckt.
Okay, 1, 3, 4. 1, 3, 2. 1, 3, 1. 1, 3, 1. Ja, also hier auf jeden Fall 1, 3. Also die müsste man dann erst noch einstellen, beziehungsweise eine andere Feder verbauen, dass man die halt, wie gesagt, in der Area dann problemlos spielen könnte. Aber hat auf jeden Fall ein bisschen Abweichung. Wir hatten auch schon welche, die wirklich genau 1,2 hatten. Ja, also da lohnt sich auf jeden Fall vorher einfach mal zu kronen, um mal zu gucken, was hat sie. Und dann, wie gesagt, gegebenenfalls halt noch die Feder zu tauschen. Ja, da würde ich sagen, wir stellen einmal zusammen das Hop-Up-System ein, gehen hier hinten auf die Bahn, da haben wir 50 Meter bis zur blauen Wand. Ja, und wir gucken mal, was da so geht. So, wir schießen einmal ohne Hop-Up. Ja, da hinten fallen sie schon runter, ihr seht's. Also da muss auf jeden Fall Hop-Up-System rein. Jetzt halt wieder ganz schön einmal ziehen, der hält da quasi hinten fest. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit dran ziehen. So, wir drehen ein bisschen Hop-Up rein. Wir gucken mal, wie viel wir so brauchen. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Noch nicht perfekt, aber schon mal besser. Also brauchen wir quasi noch ein bisschen mehr Hop-Up drin. So, gucken wir mal jetzt. Auf jeden Fall schon schön, aber nicht perfekt. Noch ein bisschen mehr rein. Aber auf jeden Fall auf 50 Meter fliegen der schon echt super. Kann aber sogar noch ein bisschen mehr vertragen. Ja, und ihr merkt durch die ETU, ich kann auch schön schnell triggern. Und die hämmert ganz gut raus. Aber es kann immer noch ein bisschen mehr Hop vertragen. Ah, jetzt war es zu viel. Oder wobei... Ja. Wobei, das ist eigentlich schon ganz geil. Ihr seht hinten, die gehen ein ganz klein bisschen hoch. Ah, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Das war's. Ja. Also ihr seht's, für 249 Euro kriege ich wirklich eine geile Airsoft. Ihr könnt mit der schön schnell durchtriggern. 50 Meter, überhaupt kein Thema. Ja. Würde ich sagen, wer sowas sucht in dem Preisbereich, ist auf jeden Fall bei der HK416 fündig geworden. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wie gesagt, der Link ist in der Infobox drin, könnt ihr gerne bei uns im Onlineshop vorbeischauen und euch die holen.